Hallo, in dieser Anleitung sehen wir uns an, wie wir das iPhone mit dem Internet der Uni Marburg verbinden. Genau genommen verbinden wir uns mit dem EduRoam-Netzwerk und das wird von vielen Institutionen weltweit angeboten. So können wir uns mit unseren Nutzerdaten überall, wo es angeboten wird, einloggen. Die Anleitung finden wir unter Portale im Hochschulrechenzentrum. Und hier sehen wir nun die Devices und die Beschreibung, wie wir die mit dem Internet verbinden können. Wichtig ist, dass wir immatrikulierter Student sind und wir können uns mit unseren Zugangsdaten ins EduRoam einloggen oder in das UMR-Net. Das ist das interne Hochschulnetz und hat nochmal andere Dienste. Die Zugangsdaten findet ihr auf eurer Immatrikulationsbescheinigung oder könnt ihr mit einem Formular herausfinden, das unten in der Beschreibung nochmal steht. Zunächst mal decken wir den Fall ab, was ist, wie wir vorgehen, wenn ihr schon mal mit einem EduRoam verbunden wart, zum Beispiel an einer anderen Universität oder vor September 2018 euch mit der Universität Marburg verbunden habt, denn EduRoam hat sozusagen ein Sicherheitsupdate vorgenommen. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen dazu auf die Beschreibung für iOS und finden unter Punkt 2, wie wir vorgehen, wenn wir die bisherigen Zugangsdaten entfernen wollen. Wir wechseln auf unsere Einstellung und sehen auch schon hier auf diesem Gerät unter WLAN, dass wir mit EduRoam verbunden sind. Das schalten wir jetzt ab. Dazu gehen wir auf Profile und finden hier das Konfigurationsprofil, das bereits installiert ist und werden es mit einem Klick auf Profil entfernen. Das Passwort wird noch eingegeben und mit einer Bestätigung ist es entfernt. Wenn wir den Menüpunkt verlassen, können wir nun sehen, dass wir nicht mehr mit EduRoam verbunden sind. Wir sehen hier allerdings auch, dass das UMR-Net immer noch unter Meine Netzwerke zu finden ist. Falls das für diesen Zugang oder das EduRoam gilt, können wir mit einem Klick auf den Info-Button und dieses Netzwerk ignorieren, die Verbindung ausschalten. Als nächstes folgt jetzt die Einrichtung einer neuen Verbindung zu EduRoam. Dazu gehen wir zurück in die Beschreibung und wählen Punkt 3 aus. Zunächst mal der Hinweis, dass man seine Zugangsdaten nicht auf den Servern von Anbietern speichern sollte und dass der Internetzugang mit mobilen Geräten immer ein gewisses Risiko für den Datenschutz mit sich trägt. Hier in den Einstellungen finden wir den Link zu der EduRoam-Seite, auf der wir das Konfigurationsprofil herunterladen können. Den klicken wir nun an und werden hier gebeten, unsere Benutzergruppe auszuwählen. Das ist students.unimarburg und das Device iOS wird automatisch erkannt. Wenn ihr mit einem iPad online geht, wird dort ein MacBook erkannt. Keine Sorge, das funktioniert dennoch. Dann klicken wir auf den Button und ein Konfigurationsprofil wird runtergeladen und der Hinweis, dass wir es nun in den Einstellungen finden können. Zurück in den Einstellungen, unter Allgemein, finden wir nun den Punkt Profil, geladenes Profil und klicken auf Installieren. Nach der Eingabe des Passworts werden wir gebeten, unsere Nutzungsdaten einzugeben und darauf hingewiesen, dass das neue Zertifikat Global Root Class 2 zur Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate hinzugefügt wird. Das wollen wir machen und installieren es. Nun geben wir den Benutzernamen für das EduRoam-Netzwerk ein und dieses muss mit @students.uni-marburg.de enden. Das Passwort noch eingeben. Und das Profil sollte nun installiert sein. Über das WLAN finden wir nun EduRoam und können uns nun damit verbinden.
Der blaue Haken bestätigt nun unsere Verbindung und somit ist unsere Verbindung nun hergestellt.